So, ja, Dinge sind geschehen. Darf jetzt übrigens gerade die Videos hier nochmal hochladen. Für mein Zweitkonto, also nicht, also läuft ja unter meinem Namen. Da ich vergessen hatte, dieses Konto auch zu aktivieren. Deswegen wurde das erste Video gleich rausgeschmissen, weil es etwas über 15 Minuten geht. Ja. Genau. Ich kann euch ja mal zeigen, kann ich mal hier kann mal zeigen, also YouTube so, ne? Also mein aktuelles, das aktuelle Zweitkonto, das Gott, das wird ja alles für einen Scheiß vorgeschlagen. Ist auf jeden Fall das hier. Franks. Das ist das Avatar, das Bild. Boah, ich weiß nicht, warum man es hier nicht sieht, sondern aber nur da. Keine Ahnung. Jetzt halt einfach so eingeben und dann mal gucken, ob es denn da kommt. Darling in the Franxx kommt nämlich nicht. Das war mir schon fast klar. Aber man sieht hier halt, von welchem Anime der Name kommt. Genau. Wie gesagt, was ich persönlich halt nicht weiß, ist, ob ich das Video, wenn ich jetzt hier, wenn man bei Filter auf User geht, Kanal, kommt man denn da das denn? Okay. Gibt es wohl auch schon ein paar andere Leute, die Franks heißen. Sehr interessant. Ja gut, war ja nicht meine Entscheidung. Ja, wie gesagt, die Sache ist halt. Ich habe schon 60, er hat noch 0. Naja, ist ja klar. Nein, Mann, ich wollte auf die YouTube-Seite von ihm. Geht das nicht? Geht das so nicht? Wenn ich das jetzt hier einfach mal. YouTube slash Channel, geht das? Ach so, ja klar, ich muss natürlich auch schon. Ach komm, YouTube.de oder machen wir mal .com slash User Channel. Doppel-N. Geht das? Ne, geht's nicht. Auch nicht. Na gut, muss ich dann mal später gucken, was wahrscheinlich, weil ich auch noch gar keine Videos hochgeladen habe. Muss ich mal gucken, ob ich dann die Videos mal oder sein Channel denn bei mir irgendwie mit anklicken kann, mit anprangern kann. Keine Ahnung. Gut. Längere Rede gar keinen Sinn. Wir machen auf jeden Fall mal bei uns hier weiter. Da haben wir schon mehr als genug zu tun. Jetzt muss ich mich schon um zwei Kanäle kümmern. Weißt du, meine finde ich schon genug Arbeit hier. Aber wenigstens muss ich bei ihm hochladen, muss die Videos nicht im Nachhinein irgendwie bearbeiten oder irgendwas betiteln oder sowas, sondern einfach nur hochladen. Von daher geht das schon. Sonst wäre mir das auch jetzt während des gesamten Prüfungsstresses auch echt zu viel. So, okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir wollen eine wunderschöne Schaltung haben. Die Dinger können eigentlich erstmal hier wieder rein. Ja, wir brauchen Lampen.
Doch, wir nehmen einfach weiße. So, komm. Einfach weiße Lampen. Einfach, weil es geht. So, wir wollen ein 3x3 Leuchtdings. Das heißt, wir brauchen, in der Mitte ist ja frei, das heißt, wir brauchen 8 Lampen. Und das über 3, ne? Also brauchen wir 3x8. Wäre 24 Lampen, also brauchen wir scheiße viel weiße. 72 haben wir fast beisammen. Fuck. 72, gar nichts. So, das heißt, wir brauchen 18 weiße Blumen. Hier ist die erste, aber die lasse ich mal hier hinten. Nee, ich guck mal hier lieber, was wir hier. Hier wächst ja schon einiges an weißen Blumen. Ich hoffe mal, ich komme ja auch auf ungefähr 18. Machen die denn hier? Ja, so können die natürlich auch rüber, ne? Wenn die da irgendwie irgendwelche Paarungsversuche machen. So, hier haben wir in der Gamma haben wir eine ganze Menge weißer Blumen. Aber auch so kommen wir nicht auf 18. Da fehlen noch 5. Ah gut, da muss ich halt ein bisschen aggressiver vorgehen. So. Die da hinten reicht aus. Können wir die hier auch wegnehmen? Komm, eine brauchen wir noch. Haben wir vorne noch irgendwo das eine? Ach, die ist hier vorne. Die können wir hier noch wegnehmen. Perfekt. So. Sehr schön. Okay. Jetzt mal gucken. Extrahieren. Fertigen. Okay, ich dachte eigentlich mal, mischen und fertigen ist das gleiche. Wie viel kriegen wir hier? 8. Okay, komm. 72. Perfekt. Torches haben wir gar keine mehr. Wie kann denn das passieren? Können wir da keine Fackeln mehr haben? Was ist denn hier los? Also ist das, brauchen wir überhaupt normale Fackeln oder brauchen wir so eine spezielle Fackel? Nee, ganz normale Fackeln. Na gut, dann müssen wir davon halt welche machen. Da führt ja nichts dran vorbei. Brauchen wir ein bisschen Holz? 24 Fackeln. Genau, doch 24. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur 6. So. Und 6 mal Kohle. Jetzt. Perfekt. Hat nicht so gut funktioniert. Und jetzt nochmal das da. So, wir sollten eigentlich alles haben. Alles und 24. Perfekt. So, damit haben wir schon mal die Leuchtmittel. Und jetzt kommt aber das eigentlich eher Schwierige, und zwar die technische Zuhaltung im Sinne von Komponenten. Möchte ich wieder so mit Ein- und Ausschalter machen oder soll das Ding einfach drauf laufen? Wobei darauf laufen geht sowieso nicht, weil ne, sobald Mesocon irgendwie hängen bleibt, ist ja sofort das Ding weg. Das heißt, ich werde wahrscheinlich tatsächlich so arbeiten, dass... dass ich so auch wieder mit Taste und Schalter arbeite, dass man das Ding auch ausschalten kann quasi. Genau. Das heißt, wir brauchen genau 1:1 die gleiche Technik, wie wir bei unserem Lager haben. Das heißt, wir brauchen schon mal mindestens 2 Dioden. Da. Ja, wir brauchen massig von diesen kleineren Fackeln. Von den Dingern haben wir aber nur noch 2. Und ansonsten brauchen wir genau kleine Fackeln, diese gelben Dinger und diese blauen Dinger, die hier. So, wie werden die produziert? Ach, das geht ja. Das kannst du ja machen. Da machen wir davon mal 40 Stück, dann haben wir gleich mal ein paar auf Lager, da brauchen wir scheinbar öfters mal welche. So. Ja, das war voll intelligent. Ach, guck. Dankeschön.
So, haben wir zwei Dioden. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Endgatter. Weiß ich schon nicht mal mehr, wie das Symbol vom Endgatter aussieht. Ist ja traurig. So, da brauchen wir noch ein Delayer. Dann nehmen wir wieder den Variablen. Da brauchen wir aber auch... Nee, wir hatten nicht den Variablen. Wir hatten diesen normalen. Hatten wir, ne? Die ganz normalen, die ganz normalen. Brauchen wir Cobblestone. Genau, einer reicht. Und dann brauchen wir noch ein Notgate. Und damit haben wir alles, was wir brauchen. Hoffe ich. Ach so, klar, ich schon wieder. Wir brauchen natürlich auch noch einen Schalter und einen Taster. Die wichtigsten Sachen, die wir beinahe vergessen, hallo? Gut, da brauchen wir wieder Cleanstone, war ja klar. Haben wir zum Glück ein bisschen was. Kriegen wir auch gleich zwei. Kann es sein, dass wir denn hier noch einen rumliegen haben? Ach nee, was rede ich da? Wenn wir zwei brauchen, dann haben wir auch schon zwei gebaut und wir brauchten ja auch damals beim Lager zwei. Also können wir keinen mehr übrig haben. Einfache Logik. So, beim Taster brauchen wir auch wieder. Kriegen wir auch wieder zwei. Danke dafür. Das heißt, hier haben wir einen über und hier haben wir einen über. Ist ja übermäßig geil. Wow. So, ach, hier haben wir noch Platten. Warum sind die Sachen hier? Ist auch egal. Hier hatten wir sogar noch eine Glastür. Ist auch egal. Alles egal. Dann haben wir halt eine Lagerwirtschaft. So. Damit geht es dann zum Leuchtturm und zur technischen Zuhaltung. Eben dessen. Und der Sprint ist schon wieder aus. Achso, weil meine Nahrung schon wieder aus ist. Was ist denn hier los? So. Ich würde das Ganze gerne so als Zwischenetage machen, dass wir hier noch eine Ebene reinziehen. Aber ganz ehrlich, da brauche ich keinen Compressed Stone, sondern da nehme ich einfach den normalen Cobblestone. Beziehungsweise... Doch, mache ich normalen Cobblestone. Als Zwischenboden reicht das auf jeden Fall aus. Da kommt nämlich auf die Ebene die gesamte Elektronik. Da geht einfach ein Kabel dann nach oben. Jo. So. Und hier an der Wand brauchen wir zwei Durchgänge, die dann nach unten gehen. Machen wir die mittig? Doch, die machen wir mittig. So. Wo dann unten am Boden des Gebäudes dann der Taster und der Schalter verbaut werden. Ja, danke dafür. Danke vor allen Dingen jetzt dafür. Ist das dein Scheiß Ernst? Ach, komm her. Da kriegen wir schon wieder Schaden. Machen wir falsch? Was ist hier schon los? Und ich kann nicht sprinten. Ronny, beruhige dich. Manchmal so der Moment, da möchte ich mich das Spiel einfach nur ficken. Einfach nur ficken. Ich glaube, ich setze mir gleich beim Leuchtturm einen Homepoint. Ach, Herminächen. Vor allem, man kann diese Dinge jetzt hier nicht wieder einbacken. Das heißt, ich muss daraus jetzt erstmal normalen Stein machen. Oder ich schmeiß das Ding einfach weg. Ja, den Schraubendreher. Hallo, ich möchte das Ding nicht schmeißen. So, jetzt müssen wir aus dem normalen Cleanstone, den wir garantiert komplett ins Lager gebracht haben. Na klar, oh, haben wir den ins Lager gebracht, warum auch nicht. Muss ich jetzt extra nochmal so ein Ding bauen, dann bekommen wir da auch wieder zwei. Das heißt, ich kann davon auch wieder einen wegschmeißen. Und ich kann die ganze Zeit nicht sprinten. Herrlich. Einfach nur herrlich. So, kann ich hier nochmal überprüfen, ob meine Theorie auch stimmt, was die Anlage angeht? Ja, klar. Bau halt gleich alles ab hier. Meine Fresse, was ist denn hier los? Fick dich. Scheiß. Kackhack. Du kommst mal weg hier. Du bist einfach zu schnell. So.
Okidoki. Genau, da haben wir hier die beiden Dioden zum Anlassen quasi. Hier haben wir die eigentliche Wechselschaltung und ein Endgate, um quasi das Ganze zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das sollte so also passen. Perfekt. Gut, wo ich jetzt die Sachen? Da unten. So, und du kommst drauf. Ja klar, Sprint funktioniert natürlich immer noch nicht. Wie war denn das? Man konnte doch hier irgendwie das Auto vorwärts. Welche Taste nehme ich denn dafür? Ach komm, einfach die Pause-Taste. Easy. Und es geht nicht mal. Ernsthaft jetzt? Ach so, ich muss hier auf Speichern klicken. Yay. La 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 la. Schön. Vor allem schön an dieser Automatik ist, wenn man jetzt irgendwo gegenläuft, braucht man einfach nur kurz die nach hinten Taste drücken und schon ist der Modus unterbrochen. Stand es doch gerade? Aktiviert? Und der, klar, tatsächlich, lol. Nice. Ja, okay, jetzt brauchen wir erstmal nochmal eine Säge. Ah, meine Fresse. Oh Gott. Andere Ding packe ich am besten gleich hier rein. Oder ich nehme es einfach mit. Hab jetzt extra eine Steinspitzhacke gemacht, damit die auch schön langsam ist und wir uns nicht ständig hier verbauen. Das ist ja. Ich will doch nur sprinten. Tja, willkommen bei dem spannendsten Let's Play der gesamten Welt. Leider gibt es so eine Automatik, nicht hoch und runter gehen, gerade für Leitern, wenn die Leiter halt extrem lang ist, dann wäre das schon teilweise echt angenehm. Aua. Hieß, kann ich jetzt auf P drücken? Nee, geht nicht. Schade. Weil im Wasser würde das, glaube ich, funktionieren. So, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, wie wir das am dümmsten dann machen. Ach was, ich kopiere einfach das Ding hier. So. Da einmal einfügen, danke. Okay. Dann haben wir das auch unter uns. So. Genau, und hier gehen nämlich jetzt die Leitungen später runter. Das heißt, wir brauchen hier auch noch ein paar von diesen Vertical-Dingern. Ich hoffe, wir haben nicht zu wenig Mesekon. Sieht fast so aus, als wenn wir zu wenig hätten. Scheiße. So, hier muss jetzt mittig ein Loch rein. Das Spiel möchte mich triggern. Das Spiel möchte mich gerade richtig triggern. Was ist denn hier los? Was hat der Server gegen mich? Habe ich irgendwas falsch gemacht? So, erst brauchen wir ein paar vertikale Dinger und wir brauchen noch ein paar mehr. Wir werden viel mehr brauchen. Das wird alles nie im Leben reichen. Das wird sowas von nie im Leben reichen. So, jetzt muss ich mal hier überlegen, wie machen wir das hier am dümmsten? Weil die Sache ist, wir können hier nicht alles mit vertikalen Dingern machen, weil wenn wir jetzt hier alles mit vertikalen Dingern machen, dann werden die Komponenten nicht angeschlossen. Ich mache mal hier eine kleine Testschaltung. Ich mache mal so. Und dann baue ich mal hier so ein Leveler hin. Wie sich die Dinger selber so schon gerne nennen. So. Und jetzt werden wir nämlich sehen, wenn ich jetzt hier die Lampen gegenbaue, dann leuchten nur die obersten Lampen. Das heißt, ich muss irgendwie das Ding hier hinbauen. Und darauf muss ich dann ganz normales... jetzt funktioniert das nämlich nicht. Boy. So, wir machen mal hier erstmal eine so eine Ecke. Ach scheiße, wir leuchten die sowieso nicht. Och nö, ne? Das
ist jetzt natürlich ein bisschen. Ich dachte, Mediacom wird auch über Eck übertragen. Was ist denn jetzt hier los? Okay, dann haben wir sowieso ein kleines Problem. Vor allem, wie gesagt, die Obersten. Ja. Egal. Die obersten Lampen leuchten mich jetzt sowieso nicht. Ja, komm. Ach, komm jetzt. Ist jetzt hier. Dieses Spiel. Oh, habe ich hier gerade schon wieder Unpointing-Probleme oder was? Nö, eigentlich nicht so sehr. Geht gerade. So. Okay. Wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, dass alle Lampen leuchten. So würde das funktionieren, aber dann müssen wir erstmal das Signal erstmal hochbekommen. Also gucken wir mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier sowas gegenbaue. Okay, das funktioniert, warum auch immer. Funktioniert es auch, wenn ich da keinen Schalter dran habe? Ja. Okay, so funktioniert es nämlich nicht. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich einen vertikalen Dingsterbumster haben. Ja, Gott. Okay, das klappt auch nicht. Hä? Hey? Gerade eben ging es doch. Boah, nein. Hilfe, Hilfe, das da. So, jetzt kommst du da. Nach, komm einfach mit. Komm einfach mit. Komm einfach mit. Fick dich halt selber. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Ja, warum einfach, wenn es noch kompliziert geht? Ich glaube insgeheim gerade, Mediacom wurde doch von Microsoft entwickelt. Das ist ja hier gerade sowas von dumm alles. So, jetzt haben wir da ein Signal und das Signal wird noch nicht übertragen. Okay. Wie bekommen wir es da hoch? Jetzt könnten wir natürlich versuchen, das Signal hier irgendwie gegen zu so und dann nee, geht auch nicht. Hä? Gut, dann bauen wir mal hier einen Stein weg. Sieht man ja von oben eh nicht. So, jetzt setze ich hier noch einen drauf. Dann müsste es aber funktionieren. Genau. Okay, gut. Ist zwar nicht schön, aber es funktioniert. Oder auch nicht. Warum leuchten hier nur die unterste Reihe? Ich verstehe auch nicht, warum bei diesen vertikalen Mediacom immer nur die oberste angeschlossene ist. Warum könnte ich einfach alle Signale bekommen? Weil, ich meine, dafür, um es zu isolieren, gibt es doch extra diese isolierten Dinger. Das macht die Sache unendlich, unnötig kompliziert gerade. Boah, ey. Alter Schwede. Okay, das heißt, das können wir so erstmal nicht machen. Wir können das Ganze sowieso nicht so machen, weil die Außenkanten nicht leuchten. Das ist alles gerade so ultra dumm. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen.
Okay. Dann brauchen wir hier drin ein bisschen mehr Platz. Das funktioniert so gar nicht. Wobei mehr Platz alleine bringt uns auch nicht weiter. Wir brauchen zumindest in eine Richtung mehr Platz. So, damit stellt sich dann die Frage. Ach Quatsch, nee, kann ich vergessen. Ich wollte gerade überlegen, ob man die Dinger zusägen kann. Aber ich glaube, es hatte schon mal probiert gehabt und da ging es nicht. Ich würde mich auch wundern. Nee. Funktioniert nicht. Ja, dann haben wir ein kleines Problemchen. Ich weiß nämlich nicht, wie wir die Anlage bauen sollen. Ist aber immer irgendwie, verstehe ich es nicht. Ich habe euch ja dieses komische, meine Geheimtür gezeigt, ne? Und da hatte ich extreme Probleme damit, wie ich diese Pisten so verbaue, dass die halt nicht schräg gegenüber stehen, weil wenn die halt versetzt zueinander stehen, wurde das Signal einfach durchgeleitet. Hier möchte ich jetzt, dass das Signal auch schräg geleitet wird, aber hier wird es natürlich nicht schräg geleitet. Ich habe keinen Plan, was das Spiel hier oder was die Mesekommode von mir möchte. Ja. Das ist gerade irgendwie komplett behindert. Tja, oder wir lassen die ganze Scheiße einfach sein und machen einfach ein festes Blinksignal. Warte mal kurz, ich gucke mal kurz was. Wenn wir jetzt hier einfach durchgehend machen. So. Ach komm, leg mich am Arsch. Weg mit dir. Weg, 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 weg. Wenn wir jetzt hier einfach ein Blinksignal haben. Muss ich jetzt aber auch erstmal bauen. Och nein. Okay, ab runter. So, wie ist das denn jetzt hier bei dem? Ah, der gibt von sich aus überhaupt kein Signal. Da gibt von sich aus gar kein Signal. Tja, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von der Mod. Weil es hier keine Möglichkeit gibt, irgendwie was, ne Leuchtsäule zu bauen. Es gibt keine Möglichkeit hier. Zumindest sehe ich keine. Aber eben unten bei der Tür, da hat man auch das Problem gehabt, dass das eine Signal schräg rüber ging. Warum funktioniert das manchmal und manchmal nicht? Das macht so absolut keinen Sinn. Okay, wir bauen mal hier so einen Kreis. Vielleicht geht es ja nur, wenn das Signal dabei gleichzeitig nach schräg oben geht.
Das würde zwar noch weniger Sinn machen, aber wie gesagt, mittlerweile traue ich damit einfach alles zu, weil sie gerade so dieses typische Windows-Syndrom ausspült, dass nichts irgendwie Sinn macht. Ja, so gar nichts Sinn macht. Das ist wirklich komplett gar nichts. Den Schalter musst du auch immer 3 Kilometer weiter wegbauen, damit du hier hinten wirklich mit dem Kabel rum kannst. Ja. Hier auch nur die. Oder ist das eine Funktion von den Pisten selber, dass die Pisten von sich aus auch auf quere Signale reagieren oder sowas? Das ist so scheiße, das kann man so nicht machen. Und nur, also nur die Dinge und die Dinge hier weglassen, das würde halt kacke aussehen. Aber ich glaube mal, kommen wir letztendlich nicht drum rum. Müssen wir mal gucken, ob es von außen auch so, also von weiter weg genauso kacke aussieht. Zur Not müssen wir es halt so machen, ne? Also, müssen wir mal gucken, okay. Dann einigen wir uns mal darauf. Dann muss ich mal jetzt gucken, wie wir da denn eine vernünftige Schaltung hinbekommen. Ne, ich hätte es lieber gerne in die Seite, in die Richtung. Weil hier haben wir so schon die ganzen Kabelaufgänge. So. Okay. Packe ich mal hier meinen Schalter hin. Das wird jetzt weg. Willst du dich jetzt gerade verarschen? Macht das jetzt gerade hier mit Absicht? Och, Junge. Alter. Komm gleich mal rüber hier. Da gibt's Hackbraten. So. Eieiei. Ach komm. Feierabend. Nächste Folge geht's weiter. Ich war noch nie so froh, eine Folge abzuschließen. Noch nie. Ist ja schlimm hier gerade. AIDS und Asthma.